Allmählich neigt sich unsere Reise dem Ende zu. Eigentlich wollten wir noch nach Bilbao und das Guggenheim besichtigen. Aber je näher die Großstadt rückt, desto weniger haben wir Lust darauf. Stattdessen haben uns jetzt schon einige Reisende mit großer Begeisterung von den Picos de Europa berichtet. Also nix wie hin. Flächenmäßig sind die Picos eher klein. Aber auf dieser kleinen Fläche gibt es 200 Gipfel über 2000 Meter. Und diese ragen dann fast noch direkt aus dem Meer auf. Und tatsächlich, die Picos waren das absolute Highlight dieses Trips. Und es gibt sogar eine Offroad-Strecke. Die ist zwar harmlos, aber schlicht wunderschön. Es gibt reichlich Gelegenheit zum Wild Swimming und die lokale Küche gibt auch keinen Anlass zum Meckern. Von hier aus geht es nochmal zurück nach Frankreich. In Saint-Jean-de-Luz werden die Supermärkte für den bevorstehenden Winter mit Wein und Leckereien leer gekauft. Das Baskenland ist tatsächlich klasse, sogar die Stones waren schon mal hier. Und das Essen ist großartig. Dann bleibt nur noch die Rückfahrt mit dem Schiff von Bilbao nach Irland. Wir sehen uns im nächsten Sommer. I say go, Alex.